So, weiter geht's. Teil 2, das Geheimnis von St. Paul's Cathedral. Und zwar von der Zeitrutsche, da müssen wir noch in den neuen Heuhaufen springen. Ich bin jetzt nur über die Dings gesprungen. Ich gehe wieder hoch. Sehr. Ich fühle mich auf den Häuserdächern ein bisschen wohler, als wenn ich... wenn ich die ganze Zeit im Boden laufe und dann auf einmal viele, viele Feinde um mich rum habe. Wo die Polizei, die war jetzt schon ein bisschen, also die Polizei war schon ein bisschen grenzwertig. Ich habe sie rechts gesehen, ist keine Sorge, es ist ein Tempel, die jagt. Aber es ist für mich gerade Ärmel drin, weil wir noch voll in der Mission drin sind. Kann ich da irgendwie rüber? Ne. Scheiße, oder? Geht das doch mehr? Aha, perfekt. Es geht vor allem mit der Seilrutsche um einige schneller, als wenn ich jetzt die ganze Zeit das ist jetzt gerade eher uninteressant. Wie gesagt, wir sind eigentlich noch komplett in einer anderen Mission drin, deswegen lasse ich es gerade auch ein bisschen außen vor sein. Komme ich da jetzt hoch? Nochmal anders. Wir gehen über den Schornstein hier und gehen dann hier hoch. Ich würde mit Sicherheit gerne drauf gehen, dass hier oben nochmal ein Aussichtspunkt ist. Also ein Synchropunkt, so ist es richtig, so meine ich eigentlich das. Scheiße, was war das geplant? Kann man wieder runter? Ich nehme den Punkt hier mal mit, gerade. Ja. Hier ist da eine Stange. Alles klar. Oh, warte mal. Das ist eine Kiste, die nehme ich mir. Die ist verschlossen eigentlich. Kann ich ja machen. Irgendwas mit Putz. Naja, nicht wirklich. Oh, wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. Das heißt, wir können es auf Level 6 pushen. Und zwar mit der guten Ivy. Und damit sind wir Level 6. Und damit könnten wir rein theoretisch Zauberberg in der nächsten Folge machen. Das wäre zumindest der Plan. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Nehme ich mit. So. Bitte kurz gucken. Da ist der Punkt. Und wir synchronisieren uns mal kurz in das Gebiet hier. Hier noch so eine Fabrik. Ja, wie gesagt, das ist jetzt eher uninteressant.
So, weil wir gehen nämlich, wir müssen jetzt da runter. Zu dem Fall der Seilrutsche in einen Heuhaufen. So, also löst mal. Oder versuchen zumindest das Geheimnis von St. Paul's Cathedral. Entschuldigung. Wo müssen wir jetzt sein? Wo müssen wir denn da jetzt hin? Oder ist das echt, wenn wir jetzt da runterspringen müssen, oder was? Jetzt muss ich mir noch einen Heuhaufen suchen. Da hinten ist einer, oder? Ist das gerade falsch? Da war doch irgendwas angezeigt worden. Gerade. Nicht so. Dachte mir jetzt, es sieht schon so gut aus. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Muss ich mir jetzt echt einen Heuhaufen suchen, damit ich da mit der Seilrutsche rein kann, oder was? Aha, alles klar. Na, ich weiß, dass hier unten nochmal eine war. Hier ist eine Kiste. Ich bin eben von oben aus der Stange da, von der Stange runter, ne? Auf den Heuhaufen. Warte mal, wo ist denn die Stange jetzt nochmal? Wo ist die Querstange jetzt? Also hier ist auf jeden Fall irgendwo die Frage, wo ist denn der Heuhaufen? Ich muss mich neu orientieren. Leider ist das, aha. Also, da von der Seite, okay. Ernsthaft. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch, ne? Hat nicht ganz gereicht. Weiß nicht, ob das von der Höhe nicht war. Wir sollten ja von der Seilrutsche. Die Frage ist, die Seilrutsche ist ja das, was im Arm ist, ne? Das sollte ja. Oder habe ich jetzt irgendwas voll falsch verstanden? Keine Ahnung. Da ist wieder ein Feind. Die Frage, oder muss ich mich jetzt, ich muss mich jetzt nicht hoffentlich die ganze Zeit mit diesem Scheiß sein. Ich hab genug von dir. Hast du nicht?
Ich verstehe es gerade nicht. Also ich muss jetzt hier hoch, das ist klar. Oder muss ich... Oder verstehe ich das gerade nur... Ich weiß es nicht. Ich helfe. Ich muss jetzt hier hoch, verstehe. So, ich geh jetzt mal hier rüber. Schnapp mir den Heli-Glitch. Keine Ahnung, du. Ich bin da dezent gerade überfragt. Geht ja nur darüber, ne? Eigentlich. Das hat er jetzt nicht damit echt. Hat das jetzt echt damit was irgendwas zu tun? Das hat jetzt echt nichts damit zu tun, die ganze Zeit, dass ich da jetzt ein scheiß Heuer aufsuchen muss, dass ich da rein kann. Ne, da komme ich nicht rüber, ne? Keine Ahnung, ich weiß es gerade echt nicht. Ich bin da ziemlich gerade überfragt. Ich bin hier in den Heuhaufen gesprungen, nur ich habe den Todessprung nicht von der Seilrutsche geschafft. Ich bin nur von dem Ding runtergesprungen. Ich bin gerade sehr unschlüssig. Leider bin ich gerade sehr, 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 sehr unschlüssig. Ich weiß nicht. Wie gesagt, der sagt mir, ich kann von der Seilrutsche. Kann ich von der Seilrutsche runterspringen? Jetzt kann der eigentlich nicht, oder nicht? Die Seilrutsche ist ja eigentlich die. Sperrgebiet. Klar. Ist das jetzt hier? Ist das hier unbedingt, oder was? Hier ist ja angeblich ein Teil. Hier ist ja angeblich der Todes. Die Möglichkeit, einen Todessprung zu setzen. Ich versuch's jetzt von hier einfach. Ach, ernsthaft, du bist hier, bist du gespawnt. Ach Gott, ich muss da noch rüber. Oh,
ernsthaft, ich muss da rüber noch. Das ist überhaupt nicht richtig alles gewesen. Ich dachte mir so, oh geil, du bist ja schon wieder Richter am Punkt. Ne? Der sich einfach nur Stadtbock gesetzt. Das war eine Mission, liebe Leute. Was ist denn heute los hier? Nee. Ich weiß ja nicht, wo. Gut. Dann gehen wir da rüber. Problem ist einfach, dass ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Also er sagt, zieh mir einen Punkt ein, aber ich soll angeblich von der Tour. So, ist irgendwas. Ich soll angeblich hier von der Seilrutsche mit dem Todessprung arbeiten. So verstehe ich zumindest. Aber es kann doch nicht sein, aber das ist ein Zusatzpunkt. Das ist eine Zusatzaufgabe, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt eine ganze eine Aufgabe, die ich lösen muss. Ich muss irgendwie ein Geheimnis lösen. Das ist es halt. Die Frage ist, wo? Muss ich da rein? Komme ich da rein? So genau habe ich mich gar nicht beschäftigt. Es kann sein, dass ich da auch da rein muss. Ob ich jetzt einfach unnötig an irgendeiner Scheiße festhalte, weißt du? Ziel irgendwie, ne? Was für eine Scheiße. Das habe ich ganz drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte mir, ich suche die ganze Zeit diesen scheiß Heuhaufen und denke mir, wie willst du denn da jetzt reinspringen? Das ist einfach nur eine fucking Zusatzaufgabe. Das ist die Lösung. So, halbwegs zumindest. So, jetzt muss ich Rätsel lösen. Ach, ernsthaft, was muss ich denn da machen? Keine Ahnung. Wie ich das jetzt mache. So, das. Ich mal wüsste, wie ich das lösen soll, das Rätsel. So. Ich habe jetzt tatsächlich auch nur nachgeguckt. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so wirklich die Ahnung davon. Aber ich versuche es gerade rauszufinden. Dann muss hier wahrscheinlich das E hin.
Warte mal. Okay, dann geht da oben das Gekrissel hin. Dann hier geht's hier da mit dem Dreieck weiter. Ich hoffe, dass das jetzt die richtige Lösung ist. Ja. Aha, da ist was offen. Warum sucht die Katze nach diesem scheiß Heuer auf? Ich denke mir, Alter, wie soll ich denn da jetzt rankommen? Was ist da ganz oben? Mhm. Die Kammer erreichen. Na super. Da muss ich da hoch noch. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Komm. So, liebe Leute, da ist die letzte die Mission ja ein bisschen beschäftigt hat und ich habe den eigentlich Heuhaufen, der die ganze gesucht hat. Ich meine, hier ist einer, aber von der Seilrutsche aus in den Heuhaufen. Naja, wie dem auch sei. Ist auch egal. Es ging tatsächlich um diese scheiß Rätsel und ich habe diesen Punkt nicht gefunden. Das war auch nur ein Zufall, dass ich jetzt gedacht habe, ja, den Punkt findest du. Gut, das Rätsel habe ich jetzt nachgeschlagen. Das habe ich bei Uncharted öfters schon gemacht. Deswegen wundere mich halt nicht. So, Evie ist ja Level 6 mittlerweile schon rein. Und ich könnte mal theoretisch dann mit ihr dann irgendwann ins Hauspark machen. Das machen wir auch dann als nächstes, damit ich das komplett habe. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, wenn wir hier durch sind mit dem Teil, gehen wir nach Hauspark und dann machen wir das Ding hier fertig. Dann haben wir den Holz und Bossfight. Und dann haben wir das Thema endlich auch ad acta gelegt. So, okay, ich muss jetzt irgendwo da hoch. Na? Der Schlüssel zum Gewölbe und zum Tuch. Aha, ich muss hier irgendwas in die Suche. Dann machen wir, nehmen wir mal mit. Wenn wir das dürfen. Scheinbar. Guten Tag, Miss Fry. Das nehme ich. Oh, Hallöchen. Das Tuch, um Ihre Macht zu festigen. Aber was, wenn es zu mächtig ist? Und wozu wollen Sie das Tuch? Nur damit die Templer es nicht bekommen. Typisch Assassinen. Die Macht des ewigen Lebens zu besitzen, aber sich dann nicht trauen, sie einzusetzen. Ewiges Leben? Glauben Sie, das hat das Tuch zu bieten? Was ich glaube, hat Sie nicht zu interessieren. Ich muss dran an der. Hallo. Hab ich jetzt? So, die Frage ist, lassen wir sie fallen oder nehmen wir sie mit? Ich habe andere Pläne. Verdammt! Naja, haben wir es geschafft. Alle Angriffe verlust die Konter. Ja, ist halt so. Aber dafür 500 Erfahrungspunkte bekommen. Gut, dann haben wir das erledigt. Endlich dann noch. So, Ort öffnen. Bitte. So. Ist auch irgendwo eine Kiste.
Die Frage ist, ist die ganz unten oder ist die jetzt... Weil die Mission haben wir ja geschafft, das weiß ich, habe ich mitbekommen. Ich glaube, die ist ganz unten. Ja, die ist ganz unten. Also ich habe mal... Gibt es das eine aufschließbare Kiste? Kann das sein? Nee, das ist falsch rum. Oder ist die im Raum? Oder ist die unten drin irgendwo? Hier, Jitze. Sind wir jetzt keine aufschließbare Kiste, ist eine normale Kiste. Sehen wir alles mit, was hier so rumsteht. So. Gut. Dann haben wir das auch. Ein bisschen weiter machen wir jetzt Feierabend. Also ist quasi das, was eigentlich jetzt als eigenständige Folge passieren sollte, hänge ich noch an die letzte mit dran. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Und dann geht's aufs Hauspark und dann holen wir uns den Bossfight. Bis dahin und tschüss.